Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Immer noch in der Beta und dieses Mal geht's bei uns an die Forschung, denn wir müssen für die Buffaloes hier natürlich noch was erforschen und das machen wir ganz easy, indem wir unseren Tierarzt hier reinziehen und der wird uns dann hier irgendwo auch hier Spielzeug erforschen, was natürlich für uns extrem wichtig ist und hier gibt's dann auch so Infobonus und Pipapo. Die Technica können wir mal ein hier auf Gehegeforschung setzen. Und das ist leider so ein bisschen verbuggt, da geht das nicht immer so ein bisschen. Das mit den Technikern ist grausam. Das sage ich euch gleich, das ist echt grausam. Ach, da haben sie Köttels gemacht. Sogar zweimal Köttels. Man muss aber lassen, die Grafik ist erstaunlich gut. Pathfinding ist teilweise ein bisschen, ne? Aber so ist es ganz super. Hier, Durst, Hunger, alles super bei den Leuten. Und ich würde sagen, darf ich... Ich schaue nochmal ganz kurz hier in unsere Leitung, aber ich glaube, das Wasser geht bis hier. Weil wir werden hier nochmal ein Gehege machen. Ich frage es für was? Was für Tiere können wir uns jetzt nicht aufnehmen? Wir haben nicht nur noch 71 von den Pflanzenteilen. Das ist natürlich so ein Scheiß. Deswegen kann man nicht so viel aufnehmen auf einen Schlag, weil man braucht diese scheiß Pflanzenteile sehr oft. Deswegen filtern mal nach Bargeldverzeichnis. Davon hätten wir noch etwas. Gibt es hier einen Wildhund? Eine Albra Riesenschildkröte, zwei Grizzlybären, ein Cutter, Riesenantilope und ein Wolf. Das ist jetzt kacke, weil es fehlt uns natürlich hier die Sachen, die geil wären. Also ich hätte einen afrikanischen Wildhund, den ich hier so haben kann, aber toll. Dann tun wir mal das Bargeldverzeichnis aus und wir tun es mal hier auf maximal... setzen, dann wird es schon mal gefiltert. Und schauen wir mal. Was können wir, wir kriegen hier einen afrikanischen Wildhund relativ billig. Zwei Riesenschildkröten. Oh, die kosten auch wieder so viel. Königstiger. Oh, das wäre geil. Ein Königstiger wäre mega. Ja, die kosten Schweine viel Geld. Strauße. Strauße wäre natürlich eine Überlegung wert. Billig. Gibt es auch hier einige. Könnten wahrscheinlich sogar einige von mir sein. Hier hätten wir einen goldenen für sie. Ja, wir können hier. Das Männchen. Ach, komm schon. Dann nehmen wir halt das Bronzene. So. Und dann noch ein Weibchen. Ein günstiges. Ja, die Weibchen sind natürlich wieder toller. Ja, super. Wenn ich jetzt einen Strauß nicht finde, einen weiblichen, den ich mir leisten kann, dann wird es kacke. Weiblicher Strauß 13. Hier haben wir noch einen. Aufnehmen. Verbinde. Und im Handelszentrum. Perfekt. Alter, das sind sogar preisgekrönte. Dann tauschen wir den einfach aus. Mir auch schon, jetzt ist egal. So, dann tauschen wir nicht den anderen aus, weil der hat eine Goldmarkierung. Je höher das Level, desto... Nur den anderen habe ich hier nicht gekauft. Dann würde ich nicht hier jetzt das Straußengehege hinsetzen. So, bedeutet, wir machen hier mal auf Barriere. Wie geht es mit der unsichtbaren Barriere, wenn ich hier eine hinsetze, sozusagen? Ich weiß da noch nicht so ganz, wie das funktioniert, aber ich würde mal sagen, wir probieren hier eine unsichtbare Wasserbarriere. Und zwar machen wir das so. Jetzt muss ich erstmal aus diesem Suchenmodus raus, weil da verwirrt es mich nicht. Wir machen hier... Ach, guck mal. Da ist unser Zaun auch. Wo war denn das? Barriere hier. Jetzt müssen wir mal alles wieder entfernen, weil ich bin noch nicht... Ich muss erstmal das Gelände anpassen. Dafür muss ich dementsprechend... einen Graben ausheben. Der hier rumgeht. Ach je, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dann tun wir einmal umschalten. Zack, auffüllen. Ach je, ich buddel gerade hier nur tiefer.
eigentlich nicht der Plan, aber okay. Das ist sozusagen der Wassergraben. Ich weiß noch nicht genau, wie oft das so gut funktioniert, wie ich es mir vorstelle, aber ich denke mal. Und dann geht hier wieder der Zaun hoch und wieder hier hinten dran. Nein, ich hasse es. Es ist nicht immer so das, was man eigentlich haben will. So, ja, das passt schon. Dann müssen wir jetzt... einmal anpassen. Und dann kommt hier aber auch raues Wasser rein. Und dann probieren wir das jetzt mal mit den Barrieren, weil eigentlich müsste ich ja dann... Das funktioniert aber irgendwie, hä? Okay, jetzt muss ich mal kurz die ganzen Barrieren, die ich platziert habe, nochmal löschen. Okay, Barrieren. Länger, 6 Meter. So. Da habe ich dann gleich wahrscheinlich auch umgedreht, ne? Dann machen wir ganz kurz das Stück. Machen hier so eine Schräge rein. Muss ich nicht nach vorne und erstmal dort nochmal anfangen. Das da, jetzt kommt nicht dann der Spectre bald mal. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Halten und bewegen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht der Plan gewesen, den ich hatte. Ah! Stimmt, das kann ich auch mal, dass ich dann hier so wieder so ein Drehkreuz habe. So, und jetzt muss die unsichtbare Barriere her. Unsichtbar. So bedeutet... Irgendwo muss man doch sagen können, relativ zur Höhe. Also ich würde mal sagen, wir gehen hier so auf
Schau mal, wie hoch geht denn das? Also wir müssen jetzt erstmal wieder hier auf die relative Höhe. Wenn wir sagen, wir gehen, was kommt da rein? Strauße, da brauchen wir nicht. Da reicht 3,30. Machen wir 3,21. Ist, wenn man mehr spielt, 11,21. So. Nein, das war unklug. Huch, das ist aber auch ein. Das ist jetzt uncool, weil jetzt habe ich natürlich das. So, dankeschön. So, jetzt müssen wir hier auf 11,21 rauf. 11,21. Dann halt die 11,22. Zack. Leckt es gerade aus dem Grund. 11,21. Komm schon. Jawohl, 21. So, okay. Das hier oben ist auch schon angeschlossen. Bedeutet, wir haben hier auch dementsprechend dieses typische mit Wasserbarriere. Ich glaube, normalerweise ist es dann innen noch ein bisschen tiefer gesetzt. Ah, die Aussicht ist natürlich so genial. Das Gehege braucht natürlich auch eine Tür. So. Und kriegen auch einen Unterschlupf. Dann nehmen wir jetzt mal bei den Einrichtungen auch wieder das ganz easy mal. Gehege. Diesmal brauchen wir aber von der Art her den Strauß. Raus. Das kommt weg. Kommt dann eine extra große Schlafmöglichkeit rein. Dann kommen wir zwei. Also drei Futterschüsseln einfach mal hier vorne hin. Wassertrog, den tun wir nach hinten schon mal verlegen. Na ne, den setzen wir jetzt auch noch hier vorne hin. So. Und dann gehen wir in den Tierhandel, in unser Tierhandelszentrum und setzen wir unseren goldenen Strauß hier rein. Ich bin mal gespannt, ob der uns viel bringt. Oder wie viel. Also 7 würde er uns jetzt beim Freilassen bringen. Das ist natürlich. Ne. Komm, lass mich. Ah, ich hasse es, wenn es nicht funktioniert. Tierhandel. Jetzt backt das Spiel wieder. Verlegen. Komm, lass mich verlegen. Warum darf ich dich jetzt nicht verlegen? Gilt es hier nicht als fertiges Gehege? Doch, bereit. Tierverwaltung. Gehege 3, denen geht's gut. Ist mir doch auch tendenziell wurscht eigentlich. Jetzt machen wir Jahresdurchschnitt ist 1100 positiv. Wir sind jetzt sogar im positiven Bereich diesmal. Oder auch nicht. Wegen den Bauten. Und deswegen hätte ich doch jetzt gerne mal, dass ich meine. Also ganz blöde Frage. Warum darf ich den jetzt nicht verlegen? Darf ich nicht draufklicken? Darf ich auf Handeln klicken? Ja, da darf ich doch. Zählt der direkt nicht als Gehege? Alles super, oder? Tierverwaltung letztes Jahr, bla bla bla. Warum darf ich die nicht raushauen?
Vielleicht sollten wir einfach mal dann speichern und dann hauen wir den raus. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!